Jetzt geht's um der Wurst. Jetzt geht's um der Wurst. Wir sind echt jetzt im Nahbereich. So, und dann müssen wir etwas runter. Ganz wenig runter. Was haben wir da? 58 Kilometer. Warum haben wir da wieder 58 Kilometer? Ach, ich sehe, wir haben hier eine Abweichung in der Achse. Wir haben da eine kleine Achsenabweichung. Ja, ihr Sangsverein. Das heißt, wir werden hier nochmal ein bisschen auch die noch nachkorrigieren müssen. Das ist das Problem, was wir haben. Wir haben hier noch eine kleine Abweichung. Und das ist sogar eine sehr große Abweichung. Super. Das ist das Problem, was wir haben. 52 Kilos. Ja, jetzt muss man da richtig nochmal steuern. Warte mal. Die gepunktete Linie. Jetzt ist das hier nochmal. Wir haben ja echt hier kleine Abweichungen drin gehabt. Das erklärt einiges. Das erklärt absolut einiges. Jetzt sind wir schön auf Kurs dann. Mensch. Mensch, Meier Schulze, warum den Gleis so? Da hätte ich mal gleich gucken können. Ist ja mal wieder fantastisch. So, was sagt Sprutti? Sprutti sagt... Ach, Sprutti sagt super. Gut, das heißt, wir warpen mal einmal an die nächste Manövernot ran. Jetzt sind 89 noch was Burnings. Die 89 Burnings, die brennen wir gleich. Gut, okay. Gut, wir gehen runter auf 30 Sekunden. So. Dann gehen wir voll in die Klötzer. Voll gebremst. Und jetzt kommt die Nachbrennung. Schön komm. Kommen Sie ran, können Sie reingucken. So, 4, noch was. Okay, wir haben's. Wir sind 3,6 Meter pro Sekunde auf Target. Das heißt, wir nehmen uns Target. Mutter Morningstar. Nicht Mutter. Mutter war was anderes gewesen. Halt, bevor wir hier rumgümpeln, machen wir kurz mal Safing. Ich mache nochmal hier ein komplettes RCS hier auf Target. Wo haben wir das? Hier. So. Okay. Da haben wir es. Intersekt sowieso. Da wird's mehr, dann wird's schon weniger. 6, noch was. Noch weniger, weniger. 5, noch was. Wo ist er gesprungen? Okay, müssen wir mit leben. Okay, wo haben wir? Richten wir uns mal aus. RCS mal kurz aus. Gehen wir mal in die Richtung rein. Passt schon. Gümpeln wir hier so ein bisschen rum. Wir haben 2 Meter pro Sekunde Abweichung. Okay, das sieht eigentlich gut aus. Machen wir RCS wieder an. Gucken wir mal, da wären wir schneller zum Target. Das heißt, wir brennen mal kurz in die Richtung an. Hä, will der mich verarschen? Der verarscht mich doch hier. Der ist mir doch am Verarschen. 2,9, okay. 3,2, okay. 2,9, 2,8, 2,7, 2,5. 2,2. Okay, 1,9. Gucken wir mal noch die Achse. Okay, die gibt noch mal was her. 1,4, 1, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Aha, okay, da haben wir unser Fadenkreuz. Und Fadenkreuz ist auf Ziel. Sehr schön. So muss das doch sein.
Gut, 3,6. Wir haben eine Entfernung von 2,8 Kilos noch. So, schön kommen lassen, schön kommen lassen. So, ist das gut. 2,7 Kilometer auf Target. Wir machen mal kurz mal ein Mikro-Time-Skipping. Gehen aus dem Mikro wieder raus und justieren etwas nach. Lassen wir mal schön kommen. Gucken mal kurz mal, was unsere Propellanten überhaupt sagen. Okay, sehen gut aus. Ist noch verkraftbar. Okay, ich bin schon fast am Überlegen, ob wir die Tanks einfach abwerfen, damit wir leichter werden. Luzi, was meinst du? Soll ich mal abwerfen oder? Jawohl. Jawohl. Wobei, wir sind jetzt 2, noch was dran. Ich lasse mal dran. Was wir haben, haben wir. Ich lasse mal dran. 1,7. Und nochmal schön ran hier. Okay. Gut. 1,3. Und wir sind jetzt unter 1 Kilo. Ich mache mal kurz mal gegen die Station brennen. Okay. Brennen wir mal kurz gegen die Station. Gucken, was wir dabei das Fadenkreuz wieder auch dann sauber in die Mitte kriegen. Drehen uns wieder um. Ich hätte dabei ACS mal wieder ausmachen sollen beim Umdrehen. Gut, okay. Wir haben 900 Meter Entfernung. Hallöchen, wer ist denn jetzt da noch reingekommen? Ah, okay, herzlich willkommen. Und drei Herzchen, oh. Drei Herzchen sind schön. So, drei Herzchen. Ja, mit den drei Herzchen fühle ich mich jetzt gleich doppelt motiviert, hier anzudocken. Das heißt, wir kommen langsam ran. Docking läuft. Und das heißt, die Morningstar kriegt gleich ein neues Modul. Da bin ich sehr glücklich drüber. So. Theoretischerweise müsste ich dann auch mal Personal zu der Morningstar bringen. Ne? Luzi, was sagst du dazu? Personal? Jawohl. Ja? Und wir müssten auch noch einen Energiefinger ranbringen. So wie mach. Eben Mutter halt auch hat, wa? Mach alles. Weißt du, so Raumstation bauen ist ja sowieso mein Ding. Immer größer und immer mehr ran an solche Geschichten, ne? So muss das sein. So, wir haben eine Entfernung gleich von 600 Meter. Ich sehe da vorne schon was ankommen. Erstmal ein bisschen anders hinsetzen. Meine Beine sind schon wieder eingeklemmt. Oh, Schande. Dass ich mich auch immer so hinsetzen muss. Das kann echt nicht wahr sein. Gut, lassen wir mal kommen. Entfernung gleich 400. Kurz mal ACS aus. Wir richten uns neu sauber hin. Machen ACS wieder an. Gut. Und wir kommen immer näher an Objekt. Objektnähe ist bei 450. Geschwindigkeit 4 Meter pro Sekunde. Beginnt sozusagen die heiße Phase. Okay. Nochmal ein bisschen nachkorrigiert. Lassen wir schön kommen.
Entfernung 300 Meter. Entfernung 200 Meter. Wir werden ein bisschen abbremsen. Bremsen, 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 bremsen. Ich will da nicht mit volle Klötzer reindronnen. Volle Klötzer sind nicht immer gesund. War Luzi? Ja. Das könnte sonst ziemlich unangenehm werden. So, 1 Meter pro Sekunde. Das heißt, wir sind jetzt 160 Sekunden entfernt. Wie geht's dir heute? Oh, mir geht's heute echt gut, muss ich sagen. Richtig schön gegessen heute. Jo, eigentlich kann ich mich echt nicht beschweren. Wie geht's denn selber? Ich hoffe, geht's dir auch gut, hä? Das wäre ja schön. So, 0,9 Meter die Sekunde. Ein bisschen abgebremst. Wir lassen mal ein bisschen sauber kommen. Okay. Wir haben eine Entfernung von gleich 100 Meter. Ich mache nochmal kurz RCS aus, steuere nochmal ganz kurz ans Ziel ran. So muss es sein. RCS wieder an. Gut. Wir haben die Sonne natürlich auf der falschen Seite. Das macht es natürlich jetzt beim Docken ein bisschen blöd. Ich denke mal, wir werden mal auf die andere Seite rüber gimbeln oder so. Damit wir das ein bisschen einfacher haben, damit wir Licht haben. Ich habe natürlich wieder mal keine Beleuchtungselemente dran. Da bin ich ziemlich am Herumgeizen bei sowas. Okay. Wir kommen langsam in Knutschgebiete, Zone ran. Wir kommen immer näher. Ich habe noch einen Kater wegen der Party gestern. Trotz Kinder extrem viel Alkohol da. Ich könnte ja ein bisschen gemein klingen und könnte sagen, ja, wie soll man die Kinder sonst aushalten? Wobei, das wäre wirklich sehr gemein, wa? Oh ja. Gab es denn wenigstens schöne Partyspiele oder sowas? Ein bisschen Entertainment, Unterhaltung so, ha? Oh man, so ein bisschen Just for Fun. Da hast du ja ein bisschen was von der Band geschrieben, hä? Luzi, hätte ich auch gerne meine Band zu meinem Geburtstag. Muss da einen organisiere. Als ob ich die Kohle hätte. Nicht bei meinem Beruf, das weißt du doch. Ja. Ja. So, 0,8 Meter. Wir bremsen mal weiter ab. Wir gehen mal runter auf 0,2 Meter und gehen mal jetzt wirklich auf die andere Seite von der Morningstar. Lassen die Morningstar schön zur Seite. Schön sanft hier jetzt 0,3. So muss das sein. Ja. Wow. Also das ist gerade auch wieder eine schöne Kameraeinstellung, muss ich sagen. Also sowas hier, das liebe ich. Wenn man sowas so sieht, das sieht so toll aus. Boah, da könnte ich in Schwärmen kommen, liebe Leute. Da könnte ich in Schwärmen kommen. Gut, ich möchte das Modul, wo wollen wir das anbringen? Hier hinten oder da vorne? Da kommt der Butterfinger hin, da kommt der Energiezellen. Das heißt, wir können ihn hier oder da. Wir können ihn eigentlich hier hinsetzen. Ich bin noch nicht nahe genug. Hahaha. Doch, so. Set Target. So, okay. Das heißt, wir machen da RCS wieder aus. Drehen uns mal.
Okay. Wir sind gedreht. Warten noch mal kurz. Gut, machen ACS wieder an. Muss ich mal kurz gucken. Bremsen, bremsen, bremsen. Danke sehr. Lassen doch mal ein bisschen kommen. Schön kommen lassen jetzt. Laufen, 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 laufen. Drehen, drehen, noch ein Stücke. Jo. Okay. So, jetzt wollen wir langsam ein bisschen Vorwärtskurs wieder machen. Drücken nochmal so ein bisschen die Richtung. Und gleich wird's kompliziert. Jetzt kommt gleich der wirkliche schwierige Manöverpart. Okay. So. Nochmal ein bisschen bremsen. ACS aus. Und jetzt wird's schwierig. Ach du Schande. Jetzt zeigt doch ein bisschen Bammel. Das muss ich gleich mal so ein bisschen sagen. Okay. So, das heißt, wir richten uns so aus. Okay, schön gerade so und dann noch ein bisschen noch. Okay. So. So, 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 so. Machen ACS wieder an. Jetzt wird's kompliziert. Jetzt muss ich überlegen. Okay, das ist die richtige Richtung. Okay. Jetzt müssen wir gucken, dass wir hier sauber rankommen. Das wird echt genial. Das wird genial gerade. Gut, wir müssen noch ein bisschen hoppala in die Richtung. Jetzt wird es nämlich wirklich kriminellste. So. Stücke wieder zurück. Okay. Die Achse stimmt. Die Achse ist noch nicht ganz glücklich. Irgendwas stimmt hier gerade nicht. Andere Richtung. Auf oben, nach oben, nach oben, nach oben, nach oben, nach oben. So, lassen saugen. Kriegt dann oder kriegt dann nicht? Das ist jetzt die Frage. Kicken wir mal ein bisschen ran. Oh ja, 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 ich sehe gerade Problem. Schön kommen lassen. Okay. Was sagt die Höhe? Die Höhe sagt, wir sind völlig falsch. Okay. Und knutscht da, knutscht da, knutscht da. Oh Mann, das ist echt wieder Eiertanz. Jetzt müssen wir mal gucken, ob man kriegt oder nicht. Die ewige Kämpferei, das ACS, super. Gummi mal ran hier. Na. Aha, okay, wir haben. Juhu! So, wir haben diese Station jetzt um ein weiteres Modul erweitert und dieses Modul ist dieses hier. Danke sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Deploy Scanner Modul. Wow. Sehr schön, sehr schön. So, jetzt kann ich wieder Chat gucken.
Wie gesagt, die Band war da und eine Popcornmaschine. Oh. Popcornmaschine habe ich zu Hause auch, aber nur ein ganz simple Ding, so mit Heißluft. Ja. So. Das heißt Perform Orbital Survey. Okay. Erackert. Wir gucken uns das Ackern mal an. Da geht's los. Uploading Data. Daten sind angekommen. Okay. 10 Science? Dafür kriege ich 10 Science?